Okay, wer bist du? Rote She-Hulk, okay. Ja, wir gehen in den Weltall. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir die Mission von gerade nochmal, also beziehungsweise nur die zwei Abschnitte. Wir müssen das ja nicht komplett machen. So, das müsste hier unten das gewesen sein. Freies Spiel. Genau. Da müssen wir ja nur den ersten Abschnitt machen. Und wir können ja auch dann einfach sagen, ja gut, geh nochmal raus, geh nochmal rein. Weil ich weiß ja jetzt zumindest von dem zweiten Ding den Ablauf. Dr. Bruce Banner zögerte zunächst ein bisschen, den Hulk mit den Avengers kämpfen zu lassen. Also haben er und Tony Ich habe gerade Stark was gelesen. Ich finde es immer entwickelt, so sollte lustig, der wenn man zweite immer wieder Kerl jetzt sagt, dass wie scheiße Die das MCU spezialisierte geworden ist. Iron-Man-Rüstung Hulkbuster kann Und da überall denke ich mir auf immer der so, Welt ey, Tony so Stark schlimm für ist es radikale doch gar nicht. Sicherheit Also ja, es ist sehen. mehr Quantität Effektiver als als Qualität. Und ich will auch Kugeln-Shaped nicht sagen, dass Bomben. es jetzt super ist oder so. Aber ich glaube, die Probleme liegen eher an anderer Front, als die meisten Leute sehen wollen. Ach, guck mal, da vorne ist so ein. Das habe ich gar nicht gesehen. Da ist so ein, wo man durch den Boden gehen kann. Also links nicht kaputt. Ist das hier? Ja, sieht so aus. Er kann das. Warum immer das ist Speed. So, jetzt brauchen wir jemanden mit Gedankenkontrolle. Da, Loki, okay. Achso, ich muss gedrückt halten, Entschuldigung. Gut. Moment. Achso! Das Minikit habe ich gar nicht gesehen. Okay, Speichern verlassen. Und dann gleich in den nächsten Abschnitt rein. Haben wir alles schon gesehen. Deswegen das müssen wir jetzt nur noch überspringen. Nur gleich bei dem letzten Minikit, da würde ich halt gerne nochmal anschalten, weil da sehen wir ja das Comic dann, was dann zum Schluss da enthüllt wird. Ach ja. Laden, 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 laden. Ah, das dauert so lang. Ladet das auch so lang bei anderen Konsolen? Bestimmt. Obwohl, das gibt es auch bestimmt für die PS4, ne? Marvel Avengers. Könnte niedriger sein. Aber dafür sind die Oberwelten ja bestimmt detaillierter. Jedes Mal begeistert, wenn man so alles isst. Weil, ach so, stimmt, das ist die Comic-Walküre. Immer diese Musik, die so ähnlich klingt wie aus Wolkis mit Aussicht auf Fleischbällchen. Bin doch nicht der Einzige, der das denkt. Komm. So, letzter Bereich. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Och, ist eigentlich egal, können wir eigentlich behalten. Da sind wir ja eh nur Hulkbuster und Friday. Nee, also ich muss ehrlich sagen, zum MCU, ich finde Phase 4 alleine überhaupt nicht schlecht. Es ist halt nur wirklich, man muss das so hart separieren. Aber ich finde halt, da hat besonders Phase 2, vielleicht auch weil man es zu oft gesehen hat, aber auch viel, viel Also haben langweiligere er und Filme Tony Stark teils. Schutzmaßnahmen entwickelt, sollte der grüne Kerl herumwüten. Die spezialisierte Iron-Man-Rüstung Hulkbuster kann überall auf Und der jetzt Welt Phase in Tony 5 ist Stark in liegt Ordnung, Veronica aber ich sehe nicht dieses effektiver als Vollkatastrophe, die da Bombos alle oder eine drin Tüte sehen. Gummibärchen. Aber das ist immer so ein Punkt, wo ich mir so denke, boah, ich habe einfach nur Bock, die Kacke zu gucken, so. So wie früher, wo du einfach in den Laden gegangen bist und dann hattest du einfach Spaß, weil, Sieht keine nicht so aus, Ahnung, als würden wir dann hast du nach gesehen, dem ach, guck Gegenden mal, des davon gibt es einen neuen Nichtsichern. Teil. Bitte So, genau, verlassen jetzt Sie das können wir hier Gebiet die zu Leute Ihrer auch hin eigenen und her Sicherheit. schicken. Genau, drei Die Gegend Stück. ist nicht sicher. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ja, jetzt können wir das machen. Wird eingesetzt. Ich finde das schön, dass der Hulk auch wartet. Butsch!
Die müssen wir auch nur bis zum zweiten Bereich machen. Also alles gut. Nee, also ich habe soweit nur ein Problem mit dem MCU jetzt im Sinne von, ja, wäre halt schön, mal auch ein bisschen bessere Filme zu haben. Also auch qualitativ hochwertigere. Ich finde jetzt aber storytechnisch und so jetzt in Ordnung, wie gesagt. Und was mich halt stört, ist halt beim Gucken die Serien. Also es nervt halt wirklich von der Masse einfach her. Wisst ihr, was ich meine? Du musst halt so viel gucken, um da durchzukommen. Und das macht halt wirklich keinen Spaß mehr. Wenn man so einen Marathon macht. Also so bis Endgame und so ist alles in Ordnung, aber danach ist halt so... Ich glaube, das Huhn. Gut. Aber naja. Ich bin einfach froh, ich sag mal so, das sage ich auch bei anderen, ich bin einfach für mich selber froh, dass ich damit gut unterhalten werde. Und ich sag jetzt mal auch im Endeffekt, das ist ja auch nichts, was Leute halt was irgendwie schädlich ist oder so. Auch wenn viele immer sagen, das Kino geht davon kaputt, ja wo? So, ich würde gerne wechseln. Aber ich kann auch nicht. Zwei Spielermond müsste es ja furchtbar interessant sein. So. Und wenn der andere da immer wieder Sachen schmeißen könnte oder sowas. So. Die Gegend ist nicht sicher. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrer eigenen Sicherheit. Die Gegend ist nicht sicher. Hallo? Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrer eigenen Sicherheit. Die Gegend ist nicht sicher. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrer eigenen Sicherheit. Die Gegend ist nicht sicher. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrer eigenen Sicherheit. Oh. Ich drück mal nichts. Die Gegend ist nicht sicher. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ich möchte bitte laufen. Darf ich bitte laufen? Ich drück nichts übrigens. Ich drücke kein Y oder sowas. Die Gegend ist nicht sicher. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrer eigenen Sicherheit. Also okay, da müsst ihr gleich theoretisch nochmal so ein... Jetzt drücke ich halt. Da müsst ihr gleich nochmal so ein Abschnitt kommen, wo halt mal irgendwo draufspringen oder so. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass das irgendwie geskippt wird, weil das fühlte sich vorhin halt so ein bisschen so an. Die Gegend ist nicht sicher. Bitte, so, jetzt haben wir es. Huh! Gut. Oh, endlich. Zieht sich das manchmal. Alles gut. Jo. 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 Haben wir auch. So, jetzt zeig mal, wie sieht das Comic aus. Incredible Hulk, a man brutal berserk. Finde ich cool, die Cover. Also alleine dafür finde ich das schon cool. Stell dich mal vor, man könnte ein Videospiel durchspielen und dann kriegst du halt von dem... Also wenn du 100% hast, kriegst du was zugeschickt. Das wäre geil. Stell dir mal, dann kriegst du ein Poster oder sowas. Aber nur wenn du es auf 100% schaffst. So, dann... Ist ein Echo, ne? Ja. Da finde ich auch interessant, das Design. Und das müsste Laura Barton sein. Ja, ist es auch. So, nächste Mission. Was machen wir als nächstes? Ich weiß es gar nicht. Müssen halt die DLC-Mission und sowas alles machen. Auch wenn es da nicht viel gibt, aber naja. Können ja zum Beispiel, war das die hier? Achso, nee. wir können ja die Tony Stark-Mission zum Beispiel machen. Die habe ich irgendwie die ganze Zeit im Kopf. Aber die gehört hier zum Hauptspiel, ne? Ist auch interessant. Oh, okay, uns fehlt überall noch was. Und da fehlt uns noch eine Figur. Ja, eigentlich nicht. Sag mal, ich bin ja auch hier nicht limitiert. Ich nehme das ja auch alles gediegen auf. Also ich nehme das ja viel am Stück auf und sowas. Und dann schneide ich das ja einfach so an passenden Stellen. Das ist für mich halt total entspannend. Ich hoffe, für euch auch.
zwischendurch mal mit Abmoderation. Man würde meinen, Tony Stark sei glücklich, nachdem er die Villa wollte ich so gern Lego haben. Ich muss sagen, also man sagt ja viel, dass heute Lego nicht gut aussieht, aber ich muss sagen, früher sah das auch nicht immer geil aus. Also es war für so ein Spielset ist das halt cool. Aber das war's. aber zu sagen, dass die früher alle viel besser waren und so, nee, ich finde die heute finde ich die Sets halt noch schöner, aber die Spielfeatures sind nicht mehr so geil. Kommt aber auch wirklich auf das Set. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, zum Beispiel bei Star Wars, die Raumschiffe sehen halt mittlerweile echt oft hässlich aus. Und wenn du da mal irgendwie was Schönes hast, dann ist es scheiße teuer. Das, ich glaube, das ist so das größere Problem an der ganzen Situation. Dieser Preisdreck. So, jetzt müssen wir einmal schauen, wo hier irgendwie was ist. Irgendwie dieses Gefühl, dass wir das doch schon hier auf 100% hatten. Cool, dass wir auch schon die passende Figur hier hatten oder haben. So, zieh. Oh, na gut. Wäre schön gewesen, wenn ich das auch direkt bekommen hätte. Aber okay. Hallo? So. Wenn ich mich nicht vertue, haben wir auch hier nur zwei Sachen. Aber wir sind ja jetzt nicht mehr auf die Figuren so hart limitiert. Deswegen alles gut. Also, beziehungsweise die Mission müsste echt flott gehen. Schickes Ding. Da ist irgendwas Goldenes an der Seite. Mach doch! Los! Da ist auch was Goldenes. So. Sollten wir vielleicht ein bisschen da prominenter vorstellen. Okay, der Dummy. Boah. Hallo. Wechsel bitte die Figur. Danke. Nicht stressen, Bass. Einfach nicht stressen. Einfach nur machen. Ach, darum geht's die ganze Zeit. Jetzt wieder eine Feuerschuss. Ich dachte, hier ist jetzt irgendwie was Besonderes, okay. Alles klar. Lass ihn jetzt die Figur wechseln. Figur wechseln, danke. Achso, der hat ja gar keine so Bombenfähigkeit, ne? Aber Tony Stark, also Iron Man. Sie war ja auch noch da. So, genau. Und jetzt dreht sich die Kamera. Jetzt die Mission neu. Das fand ich eigentlich auch ein sehr, sehr cooles Detail. Das muss man schon sagen. Das wollte schon sagen, zählt das oder zählt das nicht? So noch komplizierter. Was wird denn da wieder anvisiert? Danke. Eben alles, was man nie braucht, ne? Okay. Gut. Ja, sehr schön. Puh. Ja, bei Lego ist, glaube ich, eher das Problem die preisliche Sache. Ich muss sagen, ich finde die Sets, wie gesagt, jetzt nicht so schlimm. Gibt halt, geht halt besser, geht halt schlechter, aber die sind halt so unverschämt teuer und also musst du halt wirklich einen guten Rabatt kriegen. Und da würde ich so sagen, ja gut, das ist halt... Früher konnte ich, bei mir ist so ein Spielzeugladen in der Innenstadt und da habe ich früher immer mein Lego gekauft und da ist das halt immer so für...
was weiß ich, 10% teurer bekommen. Also prinzipiell schon. Und mal mehr, mal weniger halt, ne? Und das war immer ganz geil, weil das war auch für mich immer gerechtfertigt, so vom Preis. Da habe ich auch damals immer so gesagt zu meiner Familie so, ja, guckt nicht online oder so, geht einfach in den Laden. Da kriegt ihr die Preise schon eigentlich so mit unterm günstigsten. Und ich fand das halt immer lohnenswert und ja. Und dafür waren die Preise halt auch angebracht. Aber heute, klar, die machen immer noch die Rabatte, aber die kosten damit immer noch zu viel. Naja. Jetzt musst du halt wirklich online gucken und hoffen, dass da so 20-30% drauf sind. Und dann finde ich die erst angebracht. Also ich glaube, so 30% weniger, ja, ist schon besser. Ui. Abschnitt 2? Was war denn der dritte Abschnitt? Achso, das Endlevel, ja gut. Ja, mit Legoladen. So, hier fehlen mir auch noch Sachen. Hallo. Danke. Kannst du den bitte anvisieren? Danke. Ah, Dr. Strange. Aufmachen! So, Herr Lee. Ja, sehe ich doch direkt. So, hier haben wir auch noch was. So, würde ich lieber mit ihm machen. Der ist flotter. So. Und du kannst auch Elektro, auch schön. Ja, deswegen, also Lego kaufe ich mir halt so gut wie gar nicht mehr. Ich habe jetzt halt wirklich auch nur dieses Star Wars Set gekauft, wo ich mir gedacht habe, komm, ich will da cool mal eine Sammlung. Bei Marvel gibt es halt noch eins, das hätte ich voll gerne. Und ich wollte mir nicht unbedingt die Harry Potter Sets kaufen, aber jetzt, wo ich mir nochmal die Preise angeguckt habe, also besonders von den großen Sets, die ich halt wirklich sehr, sehr gern gehabt hätte. Also hätte ich ein bisschen was im Monat übrig, so nebenher, würde ich vielleicht noch ja sagen, so, weißt du, aber das Geld habe ich halt einfach nicht. So mal eben 400 Euro zu bezahlen, selbst gespart, also da müsste ich ja ein Jahr für irgendwie sparen oder sowas. Ja, fahr. Dass ich nicht selber fahren darf. Und kaputt. Flupp. Und nochmal. Klatsch. Nochmal. Jo. Schon sein, die Dinger musst du kaputt machen. Naja, ach, mal sehen. Vielleicht irgendwann mal so ein paar Sachen halt trotzdem noch bestellen oder so, ne? Kann man ja mal gucken. Tut mir halt nur immer so ein bisschen weh, weil ich bin halt jemand, der total gerne Lego baut und so und halt auch gerne da was holen würde, aber das ist halt überhaupt nicht mehr drin. Also es tut mir halt wirklich so im Herzen weh. Weil das war für Lego war für mich immer so als Kind der Rückzugsort. Und das ist für mich heute auch teils. Man würde ja auch schon gerne lieber mal was Neues holen, als immer nur die alten Kamellen da so rauszuholen. Und ja gut, man kann sich da auch selber was zusammenbauen. Das mache ich auch meist. Aber ne, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Naja. Muss ich erst da unten das machen? Einfach so Lego-Torsos sind. Hä, aber das ist doch... Ja, lass mich doch bitte runter. Danke. Ist das nicht nur einfach nur, um hochzuklettern? Okay. Ah, jetzt darf ich es kaputt machen. Okay, da war da so eine Sperre drin, dass man es vorher nicht kaputt macht. Alles gut.
So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was ich jetzt da machen kann. Weil ich schätze mal, ich muss oben rechts die Kiste kaputt machen, um weiterzukommen. Also würde ich jetzt so vermuten. Ah. Oder man muss sowas machen. Aha. Oder halt sowas. Kannst du die? Ah. Aha. So, jetzt fliegt die Kiste runter und... irgendwie schneller. So, was ist hier jetzt los? Wie? Ist das nicht schon seit dem ersten Lego-Ding, dass die Figuren einfach an der Seite Kacke machen? Also irgendwas kaputt machen wollen? Das gefühlt immer so, ne? So. Ach so! Ja, ich mach ja schon. Das wollte ich nicht. Da rein. Dass die so schnell sind, dass die sich durch Materie so wabbeln können, ne? Das ist ja in ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. In The Flash machen die das tatsächlich, ja. So, ich muss jetzt nur noch gucken, wie ich da rein. Ach, okay, ist das schon. Sehr schön. Und da ist die Böse. Ach so, und stimmt, im letzten Bereich muss ich noch eine Figur holen. Okay, ich wollte schon sagen, oh, wir haben es ja geschafft. Nee, haben wir natürlich nicht. Ich glaube, nur der Bossfight dauert jetzt nicht so... Ach, nicht so unglaublich lang. Dass das Ultron irgendwie nur einmal auf den Boden klatschen muss und dann sind schon alle Gegner weg. Was macht die da eigentlich immer? So. Ich hab mich gerade so gefreut, dass wir schon fertig sind. Ich muss ja noch. So. Das ist deiner aus Harry Potter. Es sieht halt einfach genauso aus. Oder sehr, sehr ähnlich aus zu dem aus Harry Potter 7. Also es zählt, glaube ich, zu dem einen Abschnitt, den wir gerade hatten. Würde ich mal so behaupten. Ich glaube, das Spiel auch was zu spielen. Nee, in Harry Potter 7, genau, das heißt ja irgendwie Harry Potter Jahre 5 bis 7. Da ist so ein Ding, das sieht halt genauso aus, so ein Diner. Ist das ein Diner? Ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann. So ein Café ist es halt eher. Ich glaube, im Buch wird auch Café gesagt. Sieht halt genauso aus wie hier. Genau, mal ausweichen. Nicht zusammenbauen, muss ich mal kurz warten. Ja, muss warten, bis sie noch den Ofen schmeißt. Okay, jetzt haben wir es aber. Die Hähnchenkanone. Oder ohne Hähnchen. Einfach nur Kanone. Nein, einfach nur Raumschiff. Nein, einfach irgendwas, was fliegt. So. Nächster Bereich und letzter. Oh, da die Figur jetzt holen, dann haben wir es. Sehr schön. Ach Leute. Ist so aufregend. So. Komm, lass mich spielen. Ich muss nur noch eine Figur holen. Mehr muss ich nicht machen. Aber die machen sich einen Doppelburger. So, wo ist die Figur? Jetzt muss ich schauen. Sehe ich schon mal einen Pfeil? Ach da, links. Oh, okay, direkt hier. So. Einfach dahinter? Ja, das ist immer fies. Naja, wir haben es geschafft. Ja gut. Alles klar. Thank you.
Aim im Spiel. Naja. Bin einfach froh, dass wir es geschafft haben. So. Ja, haben wir auch. Und was kriegen wir? Oh, Iron Man. Schön. Jo, noch 14. Krass. Dann müssten das ja nur noch 7 Level sein, ne? Ja, sieht doch gut aus.